Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 19. Eine Annäherung an die interne Struktur des Mittelfelds. Das Mittelfeld wird, im Gegensatz zu Vor- und Nachfeld, regelmäßig von mehr als einem Satzteil besetzt. Dennoch besitzt das Mittelfeld eine einigermaßen stabile Struktur, die vor allem von den Rändern her aufgebaut wird. Man spricht hierbei auch von einer Mittelfeldklammer oder einem Mittelfeldrahmen. Im Unterschied zur Satzklammer bedingen sich die beiden Rahmenelemente aber nicht und sie müssen auch nicht in jedem Satz realisiert sein. Im linken Rahmenteil werden pronominale Elemente realisiert. Diese Position wird auch als Wackernagelposition bezeichnet. Der rechte Rahmen wird mit nominalen Bestandteilen von Funktionsverbgefügen, siehe Beispiel 1, oder auch Prädikativen, wie in Beispiel 2, ausgefüllt. Die Abgrenzung von rechter Mittelfeldklammer und rechter Satzklammer ist dabei nicht immer ganz eindeutig und kann schon bei orthografischer Abweichung zu veränderten Ergebnissen führen, vergleiche Beispiele 3 und 4. Der einigermaßen stabile Mittelfeldrahmen erleichtert die Dekodierung der Satzbedeutung ungemein. So stehen Elemente mit Bezugsgrößen außerhalb des Satzes eher links, Elemente mit einem engen Bezug zum Prädikat stehen eher rechts.